Servus Leute, willkommen zu meinem Lesemonat April-Mai. Tja, ich muss gestehen, ich hatte im April irgendwie ganz wenig Antrieb, überhaupt was zu lesen. Ich habe ein Buch angefangen und ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich hatte irgendwie zwar am anfänglich wirklich Bock auf das Buch, auf die Geschichte und die ganze Story. Es war aber irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt für das Buch, deswegen habe ich das auch abgebrochen. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich es weiterlese, aber irgendwie dachte ich mir, nee, ich bin doch nicht in der richtigen Stimmung, das Buch zu lesen, und deswegen will ich auch gar nicht erzählen jetzt hier, welches Buch das gewesen ist. Es wird sonst irgendwie schlechtes Licht auf das Buch werfen, denn ich denke wirklich, ich war nicht in der richtigen Stimmung, oder ich bin aus der Stimmung gekommen, wisst ihr? Irgendwie aus dem Tritt raus. Und deswegen konnte ich das Buch einfach nicht mehr weiterlesen. Wisst ihr, ich bin einfach ein Mensch, ich lese nur das, worauf ich Bock habe. Und wenn mir irgendwie dann auch die Lust auf das Thema irgendwie vergeht, oder ich in eine andere Stimmung kommen, dann kann es eben auch mal passieren. Es passiert nicht so oft, aber dann kann es halt auch mal passieren, dass ich das Buch weglege und mir denke, ich würde dem Buch oder der Geschichte Unrecht tun, so, wisst ihr? Wenn ich das jetzt weiterlese und hätte dann irgendwie, nur weil ich jetzt nicht in der Stimmung für die Geschichte war, ein falsches Feeling, einen falschen Eindruck für diese Geschichte bekommen. Ich war dann anfänglich ein bisschen irritiert und wusste einfach, ja, du hast Lust zu lesen, du hast Bock. Also du hast eigentlich keine Leseflaute, aber du hängst gerade irgendwie fest. Wisst ihr, Leseflaute ist was anderes. Leseflaute ist, wenn du eigentlich keinen Antrieb hast zu lesen. Das war eben nicht so bei mir der Fall. Ich hatte nur Probleme, das richtige Buch für meine komische Stimmung zu finden. Wisst ihr? Da kommen ja viele Faktoren zusammen. Momentan viel Action, viel Stress im Job und so. Und manchmal kommt man da einfach nicht so richtig runter und in den Tritt für ein bestimmtes Buch und für einen bestimmten Stoff. Was tun? In solchen Situationen, wenn ich doch einfach Bock habe, was zu lesen, dann lese ich ein Klassiker sozusagen, ja, oder rereade Bücher, die ich liebe, die ich richtig geil finde. Und dann war ich vor meinem Regal hier gestanden und dachte mir, eigentlich wäre ja zum Beispiel der Herr der Ringe, der Hobbit oder irgendwie sowas mal wieder an der Reihe.
das kann ich immer wieder lesen. Ich habe, wie gesagt, ich habe der Herr der Ringe wahrscheinlich schon weit über 20 Mal oder 30 Mal gelesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich bei Harry Potter, glaube ich, so mittlerweile an die 20 Male die glorreichen 7 alle durch habe. Und dann dachte ich mir, ich habe doch trotz allem, dass ich Harry Potter schon die Bücher tatsächlich 20 Mal gelesen habe, alle, immer noch Bock auf den Stoff. Und dann habe ich mir eben der Stein der Weisen mal wieder so in die Hand genommen und dachte mir, ach ja, eigentlich hast du Lust, das zu lesen. Folgendes ist dann passiert. Ich habe die ersten 2 Seiten gelesen und dann dachte ich mir so, ja, du hast jetzt die Filme alle schon gesehen. Du hast die Bücher 20 Mal gelesen. Aber du hast noch nie das Hörbuch gehört. Und dann dachte ich mir, besorg dir das Hörbuch und dann hörst du mal rein. Denn der Punkt ist, ich habe noch nie, never ever, mir ein Hörbuch gegeben. Und dann dachte ich mir, wenn schon mal ausprobieren, wie ist denn so ein Hörbuch, wie taugt es mir überhaupt, dann eben gleich mal mit Harry Potter ausprobieren. Und ja, gesagt, getan. Und tatsächlich bin ich jetzt in April und Mai bis zu Harry Potter und der Orden des Phönix vorgedrungen. Das heißt, ich habe im April und im Mai mir die ersten 4 Bände von Harry Potter gegeben und den Anfang von der Orden des Phönix. Ich bin jetzt ungefähr angekommen, als Harry im Grimmauld Place Nummer 12 ankommt und dort so einen kleinen Streit mit Ron und Hermine hat. Da bin ich nun. Und es taugt doch, weil ich kann tatsächlich nach so einem richtig schönen, krass stressigen Arbeitstag heimkommen, mir ganz gechillt die Kopfhörer aufsetzen und mich in die Welt von Hogwarts begeben. Mir macht's echt viel Spaß und so habe ich diesen Monat, man soll's nicht glauben, oder die letzten beiden Monate, mir die ersten 4 Hörbücher von Harry Potter gegeben und tatsächlich kein anderes Buch gelesen. Aber irgendwie finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ich habe mir überlegt, habe ich irgendein Buch vergessen, das ich vielleicht noch so zwischendurch gelesen habe? Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, denn ich glaube immer, dass da noch ein Buch war, aber irgendwie hat sich das mir vollkommen aus dem Hirn gewischt und ich komme nicht drauf, welches Buch das gewesen sein könnte. Denn ich glaube, dass ich noch ein Buch zwischen dem einen, das ich nicht fertig gelesen habe, und diesen Harry Potter Bänden, diesen 4, dass ich da noch ein Buch dazwischen gelesen habe. Mir fällt aber nicht mehr ein, welches. Also kann man das sich vorstellen?
dass man mittlerweile so viele Bücher gelesen hat, dass man bei manchen tatsächlich nicht mehr weiß, habe ich das jetzt schon gelesen oder eben nicht? Oder was war das jetzt nochmal, das ich gelesen habe? Vielleicht füge ich hier beim Schnitt noch irgendwie kurz was ein, denn vielleicht fällt es mir ja noch ein, das andere Buch, dieses ominöse, das ich glaube noch gelesen zu haben und mich nicht mehr dran erinnere. Tja, komische zwei Lesemonate. Ich hoffe inständig, dass ich mir ja dieses Jahr, dass das noch ein cooles, tolles Lesejahr wird, denn ich habe echt ein paar richtig coole Bücher am Start hier und ich hoffe, dass ich gute Stimmung habe, dass ich sie auch lesen kann. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.